Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Gepanzerte Fahrzeuge sind der wichtigste Bestandteil jeder Armee der Welt. Die Fahrzeuge müssen gut gepanzert und bewaffnet sein und eine hervorragende Geländegängigkeit aufweisen. Jedes Jahr stellen die größten Hersteller ihre neuen Produkte vor und versuchen, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Heute haben wir für dich eine Auswahl von 10 neuesten und interessantesten militärischen gepanzerten Fahrzeugen in der Welt vorbereitet. Humvee NXT 360. AM General hat auf der IDEX 2021 das brandneue leichte taktische Fahrzeug Humvee NXT 360 vorgestellt, das neueste leichte taktische Fahrzeug des Unternehmens. Der Humvee NXT 360 ist mit einer eigens entwickelten Technologie ausgestattet, die einen 360-Grad-Schutz gegen kinetische Energiebedrohung bietet und einen Schutz gegen Explosionen unter dem Fahrzeug für die Vorder- und Hinterräder sowie das mittlere Fahrgestell bietet. Der NXT 360, der derzeit in zwei Varianten, Base und ES, erhältlich ist, basiert auf der bestehenden Humvee-Plattform und enthält zusätzliche Verbesserungen. Das Fahrzeug bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit, Mobilität und Agilität in jedem unwegsamen Gelände und unter allen Wetterbedingungen. Es ist in Varianten für 2, 4 und 6 Passagiere erhältlich und verfügt über eine Nutzlastkapazität für Personal- und Missionsausrüstung. Tarantula. Das hochmobile, gepanzerte Fahrzeug Tarantula 4X4 wird vom malaysischen Rüstungsunternehmen MilDef International Technologies für die malaysische Armee angeboten. Ein Prototyp des 4x4-Fahrzeugs wurde im Februar 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Fahrzeug bietet Platz für bis zu 10 Personen. In der Nähe der Hecktür ist eine hydraulische Rampe angebracht, die den Ein- und Ausstieg der Besatzungsmitglieder ermöglicht. Das hochmobile, gepanzerte Fahrzeug ist mit einer ferngesteuerten Waffenstation bewaffnet, die 360 Grad Schutz bietet. Die Station ist mit 7,62 mm oder 12,7 mm Maschinengewehren oder automatischen Granatwerfern bestückt. Ausgestattet mit einer Verbundpanzerung bietet das Fahrzeug einen ballistischen Schutz nach NATO's Danak 4569 Level 2 Militärstandard für seine Insassen. Scarabee. Der Scarabee ist ein neues, leicht gepanzertes 4x4-Fahrzeug, das von Arcus, einem französischen Hersteller vom Landesverteidigungssystem, entwickelt wurde. Er kann für Aufklärungs-, Spee- und Unterstützungsmissionen eingesetzt werden. Der Scarabee bietet Platz für bis zu 4 Mitglieder. Alle Besatzungsmitglieder im Fahrzeug können über eingebaute Gegensprechanlagen miteinander kommunizieren. Das gepanzerte Fahrzeug Scarabee ist mit der Hornet bewaffnet, die einen überlegenen ballistischen Schutz bietet. Die Hornet-Reihe verfügt über drei verschiedene Türme, die 7,62 mm Maschinengewehre, 40 mm Granatwerfer und elektrooptische Sensoren aufnehmen können. Das leicht gepanzerte Fahrzeug bietet Minen- und ballistischen Schutz nach der Norm Starnak 4569. Das gepanzerte Fahrzeug wird von einem V6-Dieselmotor angetrieben, der eine Leistung von 300 PS erzeugen kann. Adlet. Das russische Unternehmen Military Industrial Company entwickelt eine brandneue Generation von 4x4 geschützten leichten Nutzfahrzeugen, die ein Nachfolger der bekannten VPK Tigre-Fahrzeuge sind. Je nach Konfiguration transportiert er 2 bis 8 voll ausgerüstete Servicemitarbeiter. Die gepanzerte Wanne der Plattform bietet Schutz gegen kleinkalibrige Geschosse und Splitter der Stufe 2 nach Starnak 4569. Der Adlet kann der Explosion von 2 Kilogramm TNT unter seinem Bauch oder seinen Rädern widerstehen. Das Basisfahrzeug trägt überhaupt keine Bewaffnung.
Gleichzeitig kann der Atlet eine ferngesteuerte Waffenstation tragen, zum Beispiel die Arbalet DM, die jetzt an das russische Militär geliefert wird. Angetrieben wird der Atlet von einem Dieselmotor der YAMZ-5347-Familie mit einer Leistung von rund 300 PS. Askar 4x4. Der Askar ist ein türkisches gepanzertes Fahrzeug, das von der Best Group entwickelt wurde. Er wurde mit einem hohen ballistischen Schutzniveau entwickelt, um den operativen Anforderungen der türkischen Streitkräfte und der Generaldirektion für Sicherheit bei Einsätzen in Wohngebieten und auf dem Land gerecht zu werden. Dank seiner hohen Nutzlast und seines einzigartigen Außendesigns kann er in verschiedenen Varianten eingesetzt werden. Der Askar ist mit einem 3-Liter Turbodiesel ausgestattet und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h erreichen und eine Strecke von 700 km/h zurücklegen. Im Inneren des gepanzerten Fahrzeugs finden bis zu 5 Personen, einschließlich des Fahrers, Platz. Auf dem Dach befindet sich ein ferngesteuerter KULA-PR-Turm mit 7,62 mm, 12,7 mm oder 20 mm Bewaffnung. Sentinel ARV. Der Sentinel ARV ist ein gepanzertes Rettungsfahrzeug, das speziell für taktische Einsatzteams neu konzipiert wurde und im Falle eines schnellen Einsatzes über mehr Innenraum und Gesamtfunktionalität verfügt. Entwickelt von der International Armored Group. Die Standardfahrzeugpanzerung ist so ausgelegt, dass sie mehreren Einschlägen von panzerbrechenden 7,62 x 51 mm Gewehrmunition standhält. Für den Sentinel ARV gibt es zwei grundlegende Sitzkonfigurationen im Heck, wobei beide Sitzkonfigurationen zwei große hintere Sitzbänke umfassen, die für 8 Passagiere ausgelegt sind und darunter Stauraum für Aufbrechwerkzeuge und andere Ausrüstung bieten. IAG bietet eine umfangreiche Optionsliste für das Sentinel ARV an, die unter anderem Wärme- und IR-Kamerasysteme, Echtzeit-Videorelais für Kommandozentralen und Fahrzeuge, Strahlungs- und Gasdetektionssysteme sowie eine automatische Gasinjektionsramme zum Durchbrechen von Türen und Wänden umfasst. Novator. Das gepanzerte Fahrzeug Novator ist ein modernes, leichtes, gepanzertes Fahrzeug, das von Ukrainian Armor, einem in der Ukraine ansässigen Hersteller von Verteidigungsfahrzeugen, entwickelt und hergestellt wird. Das Fahrzeug kann unter schwierigen Offroad-Bedingungen operieren und mehrere Missionen ausführen, darunter Patrouillenfahrten, Sondereinsätze, Suche und Festnahme von Kriminellen und Transport von Verwundeten. Es kann 8 bis 10 Insassen im Personaltransport befördern. Der Novator kann mit dem IVA-Kampfmodul ausgestattet werden, das ein Maschinengewehr des Kalibers 12,7 mm aufnimmt. Das Fahrzeug verfügt über 5 Geschützanschlüsse und eine Vorrichtung für die Installation eines Pulvergas-Belüftungssystems. Das gepanzerte Fahrzeug kann dem Beschuss mit 7,62 mm Kanonen aus dem SVD-Gewehr und dem Beschuss mit 2 Handgranaten vom Typ RGD-5 standhalten. Angetrieben wird der Novator von einem Ford V8 Super Turbo Dieselmotor, der eine maximale Leistung von 300 PS erzeugt. Hudson. Der Hudson ist eine perfekte Lösung für Strafverfolgungs- und Grenzkontrollbehörden, um im schwierigen Gelände und Situationen zu operieren, insbesondere in abgelegenen Gebieten. Das gepanzerte Fahrzeug wurde von der kanadischen Firma Incas entwickelt. Das auf der Plattform des Toyota Land Cruiser 7.6 aufgebaute Cassis bietet Zuverlässigkeit und Ausdauer unter harten Bedingungen.
Bis zu 8 Personen, einschließlich Fahrer und Kommandant, können in der leichten gepanzerten Verbundstoffwanne transportiert werden, die Schutz gegen 7,62 mm Sturmgewehrkugeln und Handgranaten bietet. Der 4,5 Liter Turbodieselmotor verleiht dem Inka Suzon außergewöhnliche Kraft und Geschwindigkeit. Mit 151 PS kommt er zuverlässig durch jede Situation. Dieses vielseitige Fahrzeug ist eine ideale Ergänzung für jeden Fuhrpark und kann mit verschiedenen Innen- und Außenausstattungen angepasst werden, um die Möglichkeiten zu erweitern. Storm. Der Storm ist ein neues amphibisches Mehrzweckpanzerfahrzeug, das vom ukrainischen Forschungs- und Projektmanagementunternehmen Highland Systems in Zusammenarbeit mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Panzerfahrzeughersteller Streit Group entwickelt wird. Das gepanzerte Fahrzeug kann in einer Reihe von speziellen militärischen, zivilen Verteidigungs-, Rettungs- und Strafverfolgungsanwendungen eingesetzt werden. Es ist so konzipiert, dass es amphibische Fähigkeiten mit außergewöhnlicher Mobilität und Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen bietet. Der Storm bietet Platz für bis zu 6 Personen. Er wird von seinen Besatzungsmitgliedern manuell bedient und kann mit Fernsteuerungssystemen für autonomen Betrieb konfiguriert werden. Das gepanzerte Mehrzweckfahrzeug Storm bietet Minenschutz bis Stanag 4569 Level 1 oder Stanag Level 2. Mit dem Antriebssystem kann das Fahrzeug auf der Straße und im Wasser mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometer bzw. 30 Stundenkilometer erreichen. Vemtec ST5. Die Special Operations Force der portugiesischen Armee erhielt 2020 12 Uruversa Vemtec ST5 4x4 Spezialeinsatzfahrzeuge. Der Vemtec ist in einer Vielzahl von Versionen mit unterschiedlichen Aufbautypen erhältlich. Bemerkenswerte Varianten sind ein Krankenwagen, ein mit Lenkraketen bewaffnetes Panzerabwehrfahrzeug und ein mit Mistral-Boden-Luftraketen bewaffnetes Flugabwehrfahrzeug. Das Fahrzeug ist mit dem 6-Zylinder-Turbodieselmotor M16 von Steyr Motors ausgestattet, dessen Leistung von 180 bis 270 PS reicht, gekoppelt an ein 5-Gang-Automatikgetriebe. Das Fahrzeug mit Vollzeit-Allradantrieb zeigt bessere Fähigkeiten unter schwierigsten Bedingungen mit Temperaturen von minus 20 bis 50 Grad. Es hat eine bessere Mobilität über alle Arten von Gelände, einschließlich Schnee, Eis, Schlamm, Sand und felsige Felder. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreib in die Kommentare, welches der Fahrzeuge dir am besten gefallen hat. Klicke außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniere unseren Kanal, damit du keine neuen interessanten Videos verpasst.